Beim Absturz eines Flugzeugs in Indonesien sind vermutlich alle 188 Insassen ums Leben gekommen. Die Passagiermaschine der Lion Air verschwand am Morgen, 13 Minuten nach dem Start, in der indonesischen Hauptstadt Jakarta vom Radar, stürzte ins Meer. Die Behörden halten einen technischen Defekt für wahrscheinlich. Es ist nicht weit von der Küste. Die indonesischen Bergungs- und Rettungsteams sind schnell am Absturzort und finden erste Trümmer im Meer. Mit Booten werden sie ans Ufer gebracht. Und dann die Bilder von Leichen, die geborgen wurden. Nach Einschätzung der Behörden hat wohl niemand an Bord überlebt. Wir haben alles mobilisiert, was wir haben. Wir setzen Taucher ein, um die Vermissten zu finden. Das Wrack fanden die Helfer bisher noch nicht. Kurz nach 6 Uhr Ortszeit war der Flieger in Indonesiens Hauptstadt Jakarta gestartet. Ein Inlandsflug. Doch direkt nach dem Start bittet der Pilot, umkehren zu dürfen. Minuten später verschwand die Maschine vom Radar. Eine Boeing 737 ähnlich wie hier. Schon jetzt ist klar, das Unglücksflugzeug, gerade mal 2,5 Monate alt, war bereits in Reparatur gewesen. Das erklärt die Billigfluglinie Lion Air. Wir hatten die Meldung, dass es technische Probleme gab, aber wir haben den Defekt dann behoben, nach den Anweisungen des Flugzeugherstellers. Am Flughafen in Jakarta Trauer und Entsetzen. Hoffnung gibt es für die Angehörigen der Passagiere wohl kaum noch.